Guten Tag, gestatten Sie mir eine kurze Vorbemerkung angesichts der relativ breiten Medienberichterstattung. Wird vielleicht der eine oder andere sich wundern, dass ich nicht zum Thema meines neuen Buches einen Vortrag halte. Aber als ich diesem Vortrag zugesagt habe, das war Anfang November letzten Jahres, wusste ich noch nicht, dass ich ein neues Buch schreiben würde. Das habe ich erst 6 Wochen später angefangen. Und wenn ich was zusage, mache ich das, was ich zugesagt habe, weil es ja auch in eine Reihe eingebettet ist. Ich werde am Schluss auf eine Thematik auch zu sprechen kommen, die in dem aktuellen Buch entscheidend ist und im Mittelpunkt steht, anders als in manchen anderen Büchern vorher. Es geht um Deutschland und Frankreich und die Eliten in diesen beiden Ländern. Und wenn man sich anguckt, was gerade am Wochenende und heute in Frankreich geschehen ist, so entspricht es dem Klischee, was man sich in Deutschland unter französischen Eliten und dem Verhältnis der Eliten zur Bevölkerung, zur Gemeinde vorstellt. Da gibt es eine abgehobene Elite, Einzahl in Paris, und es gibt die Bevölkerung, die dann Rabatz macht, wenn ihnen das irgendwann zu viel wird, was die da veranstalten. Ich komme nochmal darauf zurück, inwieweit dieses Klischee der Wirklichkeit entspricht und wo der Unterschied zu Deutschland ist. Vorher möchte ich die beiden Elite-Bildungssysteme vorstellen. Elite-Bildung jetzt nicht im Sinne nur von Bildungseinrichtungen, sondern im Sinne von Formierung, also wie Eliten sich herausbilden. Und Deutschland und Frankreich sind zwei Prototypen. Frankreich hat von allen Industrieländern das perfekteste Elitenbildungssystem. Perfekt in dem Sinne, dass die französischen Eliten am homogensten sind, dass das System am geschlossensten ist, dass es pyramidal aufgebaut ist mit einem sehr kleinen Spitzensegment. Deutschland ist relativ breit aufgestellt. Es gibt all diese spezifischen Strukturen kaum oder nur in Ansätzen. Wenn man es international vergleichend sich anschaut, kann man sagen, vergleichbar zu Frankreich sind von den Industriestaaten, die es schon länger gibt, eigentlich nur 2. Japan hat viele Parallelen und Spanien kann man zumindest in Teilen vergleichen, während Deutschland ein System hat, was man in sehr vielen Ländern, in fast allen kontinentaleuropäischen Ländern in der einen oder anderen Variation auch beobachten kann. Ich fange an mit Frankreich. Ich habe schon gesagt, Frankreich hat ein pyramidales System. Und wenn man sich Emmanuel Macron anguckt, so kann man relativ leicht erkennen, was der Königsweg in Frankreich ist, um in Elitepositionen zu kommen. Dieser Königsweg geht über bestimmte Schulen, über bestimmte Elitehochschulen und dann über Einrichtungen der öffentlichen Verwaltung. Im Grunde müsste man sogar anfangen in vorschulischen Einrichtungen, das lasse ich jetzt mal, weil das nicht so eindeutig identifizierbar ist, wo dieser Weg explizit anfängt, das ist im Lycée, das heißt also in der gymnasialen Oberstufe nach deutschem Muster. Wenn man nicht in ein richtiges, in eines der angesehenen Lycées gekommen ist, wird es außerordentlich schwer, danach in eine sogenannte Classe Préparatoire zu kommen. Das sind die Vorbereitungsklassen für die Elitehochschulen. Um beim Beispiel Macron zu bleiben, Macron, der in Amiens groß geworden ist, ist von einer katholischen Schule, die die Jesuiten geleitet haben, auch das schon für Amiens eine exklusive Schule, vor dem Baccalauréat, dem französischen Abitur, an eine der 5 renommiertesten Schulen Frankreichs gegangen, Henri IV in Paris. Henri IV liegt in den Rankings, die es regelmäßig in Frankreich gibt, die werden auch veröffentlicht in großen Zeitungen, in der Regel auf Platz 1 oder 2. Es ist eine staatliche Schule, das kann man gleich sagen, von den Top 10 Schulen sind in der Regel 7 staatlich und 3 privat, mal sind es auch 4 private, aber die staatlichen dominieren hier. Aber es ist sehr schwer, dorthin zu kommen. Wenn man aber es geschafft hat, auf eine dieser hoch angesehenen staatlichen Lycées zu kommen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man es dann schafft, in eine Classe Préparatoire zu kommen, und zwar auch wieder auf einer der angesehenen Schulen, relativ hoch. Das hat bei Macron auch geklappt. Danach, wenn man den Kurzlebensweg von Macron liest, sieht es so aus, er hat danach dann, wie das üblich ist für viele Politiker,
in Paris, die Sciences Po besucht. Das ist eine Elite-Hochschule, die explizit für politische Karrieren vorgesehen ist und die in der Regel die Vorstufe bildet zur berühmtesten Elite-Hochschule Frankreichs, zur ENA. Also wenn man sich die ENA anguckt, kann man sagen, 80% derjenigen, die bei der ENA aufgenommen werden, haben vorher die Sciences Po absolviert. Das ist in den letzten 3-4 Jahrzehnten fast konstant, mal sind es 75, mal sind es 80, aber in dieser Größenordnung bewegt sich das. Macron genau dasselbe, erst Sciences Po, danach ENA. Wenn man sich den Lebenslauf genauer anguckt, muss man sagen, ganz so glatt ist es nicht gelaufen. Nach der Classe Préparatoire hat Macron nämlich ursprünglich vorgehabt, eine wissenschaftliche Karriere einzuschlagen und er hat sich an der École Normale Supérieure beworben. Es gibt in Frankreich 4 berühmte Elite-Hochschulen. Das ist die ENA, die ich schon genannt habe, die im Wesentlichen für Verwaltungslaufbahn und die Politik wichtig ist. Dann gibt es die École Polytechnique, die ist für Wirtschaft und für Politik wichtig, zum Teil auch für die Verwaltung. Dann gibt es die HEC, das ist eine reine Wirtschaftshochschule. Und es gibt die ENS, die École Normale Supérieure, für die ganzen Wissenschaftler. Also ob das Bourdieu, das Hart oder wen auch immer, sie nehmen Boudon, die sind alle über die ENS gelaufen. Das hat Macron vergeblich versucht, das hat er nicht geschafft. Daraufhin hat er dann ein normales Philosophiestudium an der Sorbonne absolviert. Die 2 Jahre Classe Préparatoire werden darauf angerechnet, das heißt die ersten 4 Semester konnte er sich schenken, weil jeder in Frankreich sagt, 2 Jahre Classe Préparatoire sind inhaltlich auf jeden Fall höherwertig als 2 Jahre Studium an irgendeiner Universität in Frankreich. Er hat das abgeschlossen und dann hat er über den Weg Sciences Po nicht die wissenschaftliche, sondern die politische oder wirtschaftliche Karriere angestrebt. Er hat dann eben Sciences Po und ENA gemacht. Gehörte auf der ENA zu den 10 Besten seines Jahrgangs. Das ist deswegen wichtig und das ist auch wieder ein Bestandteil dieses extrem durchstrukturierten pyramidalen Systems. Auf den berühmtesten Grandes Écoles, ich habe gesagt, welche das sind, besteht bei den beiden wichtigsten staatlichen, bei der ENA und bei der École Polytechnique, ein System der Auslese unter den Besten eines Jahrgangs. Und zwar, ich bleibe jetzt beim Beispiel Macron, wenn man auf der ENA, die ungefähr 100 Absolventen pro Jahr hat, seinen Abschluss macht, gibt es ein Klassement, das ist bei der Polytechnik dasselbe. Dieses Klassement geht von 1 bis, ich sage jetzt mal 100, also wenn es jetzt 100 Absolventen sind. Und jeder Absolvent wird beginnend mit 1 gefragt, wo er hin will. Und es gibt Einrichtungen, die besonders begehrt sind, und das sind die Grand Corps der öffentlichen Verwaltung. Das sind Elite-Einrichtungen der öffentlichen Verwaltung. In Deutschland gibt es sowas nicht. Vom Begriff her am ehesten vergleichbar ist noch das diplomatische Corps. Das heißt in Frankreich genauso das Corps Diplomatique. Das ist eins der 5 großen administrativen Grand Corps. Das renommierteste ist die Inspection de Finance. Die ist zuständig für die Überwachung aller Institutionen im Finanzbereich, also Banken, Versicherungen und der staatlichen Unternehmen. Die Inspektion der Finanzen wird in der Regel gewählt von den Top-Absolventen. Also man kann sagen, die Inspektion der Finanzen bietet pro Jahr 10 bis maximal 15 Plätze. Und die 10 Besten, wenn ich jetzt sage, es sind 10 Plätze, die 10 Besten wählen fast immer die Inspektion der Finanzen. Danach kommen 2 weitere staatliche Einrichtungen. Das ist Cour des Comptes und Conseil d'État. Conseil d'État ist der Staatsrat. Das sind ebenfalls hoch angesehene Einrichtungen, nicht ganz so angesehen wie die Inspektion der Finanz, weil im Unterschied zur Inspektion der Finanz der Weg in die Wirtschaft aus diesen beiden Einrichtungen nicht so einfach ist. Die Inspektion der Finanz ist extrem wirtschaftsnah und seit langem geht man danach zu großen Teilen gleich in Spitzenpositionen der Wirtschaft, was Macron auch gemacht hat. Das heißt, da er unter den Top 10 war, konnte er sich das aussuchen und er hat eben die Inspektion der Finanz gewählt. Da hat er dann ein paar Jahre lang Banken und Versicherungen überwacht und dann hat er das gemacht, was viele seiner Kollegen da auch machen. Er ist gewechselt von der staatlichen Überwachungsinstitution in eine Institution, die er vorher überwacht hat. Er kennt sich natürlich bestens aus durch die langen Jahre der Überwachung. Er ist dann zu Rothschild gegangen.
Da hat er dann in relativ kurzer Zeit sehr erfolgreich Geschäfte getätigt, weil er sehr gute Verbindungen und einen sehr einflussreichen Mentor hatte. Also er hat ein Geschäft im dreistelligen Millionenbereich sehr erfolgreich gemanagt und ist Partner geworden. Nach dieser wirtschaftlichen Karriere ist er dann zurück in die Politik. Erst als jemand, der im Stab eines Ministers tätig war, dann war er Wirtschaftsminister und heute ist er Staatspräsident mit 40. Das ist vom Alter her für Frankreich auch nicht völlig ungewöhnlich. Diese Karrieren verlaufen sehr schnell. Also wenn man sich anschaut, das Abitur wird früher gemacht, aber das ist nicht der große Unterschied. Danach, wenn man das Studium sich anguckt, man ist mit Mitte 20 oder ja, ich sag 26, 25, 26, je nachdem, wie schnell man war, schon Absolvent der ENA und dann geht es gleich in eine Spitzenposition. Da gibt es keine Umwege und gar nichts. Man muss sich nicht in einer Institution von Stufe zu Stufe hocharbeiten, sondern man steigt gleich oben ein und von der Spitzenposition der Inspektion der Finanz geht es gleich in eine Spitzenposition weiter. Das heißt, Karrieren in Frankreich verlaufen sehr schnell und das System ist als solches auch von außen erstmal sehr einfach zu durchschauen. Du weißt genau, wenn du dahin willst, dann gibt es Wege, die besonders geeignet sind. Und den, der den Macron gegangen ist, der zählt dazu, wenn man seinen Ministerpräsidenten Philippe nimmt, der hat praktisch denselben Weg genommen. Der ist auch Sciences Po inner danach, war auch auf einer der, der 10 angesehensten Schulen Frankreichs, wo er sein Abitur gemacht hat. Der ist dann nach der ENA, aber nicht in die Inspektion der Finanz gegangen, sondern ins Conseil d'État, also in den Staatsrat und danach nicht in die Wirtschaft. Das ist eben die Begrenzung, wenn man nicht in der Inspektion der Finanz war, ist es schwerer in die Wirtschaft zu kommen. Er hat dann höhere Positionen in der Politik bekleidet, aber immer unterhalb des Levels, das Macron erreicht hat. Wenn man sich das gesamte System anguckt, kann man sagen, es gibt einen Unterbau, das sind die angesehenen Lycées mit einer eindeutig erkennbaren Spitze, die man auch in ganz Frankreich jedes Jahr lesen kann. Da gibt es dann Statistiken, wo man dann zum Beispiel in Le Monde l'Education, das ist eine extra Ausgabe, da kann man dann nachlesen, wie die Hierarchie ist. Und da stehen dann eben Henri Kratte, Louis Le Grand, Saint-Louis, Saint-Geneviève und so, das sind alles Pariser Gymnasien oder Lycées, die stehen dann immer unter den Top 10. Danach gibt es dann eben Sciences Po und ENA oder man geht Polytechnik und danach vielleicht noch ENA oder man geht HEC und danach eventuell noch ENA, weil die ENA von all diesen Elite-Hochschulen die angesehenste ist. Es gibt noch eine Reihe anderer, Beauchaussee oder MIM, das spielt jetzt keine Rolle. Sie sind alle bekannt. Und auch die Hierarchie unter den Elite-Hochschulen ist genauso bekannt wie die unter den Elite-Lycées. Und danach die Wege. Es gibt die Inspektion des Finanz und es gibt dann Cour de Compte, Conseil d'État, es gibt das Corps Diplomatique, also den nach unserem Maßstab den Auswärtigen Dienst. Und dann gibt es daneben noch das Corps Präfectoral. Das sind die 5 administrativen Grand Corps. Und dann gibt es 2 technische für die Polytechnik-Absolventen, das Corps de Mine und das Corps de Beauchaussee. Auch die sind allgemein bekannt. Du weißt also, wenn du es geschafft hast, Henri Quatre oder Louis Le Grand oder Saint-Louis oder wie auch immer hinzukommen, da die Classe Préparatoire absolviert hast, dann auf eine der Elite-Hochschulen den Zugang geschafft hast, was alles sehr schwer ist, weil immer maximal 10% derjenigen, die sich bewerben, den Sprung auch wirklich schaffen. Dann kommst du in einen Grand Corps. Wenn du auch den Sprung geschafft hast, ist es so gut wie sicher, dass du in einer Spitzenposition landest. Dass dann noch jemand rausfällt aus dem System, ist extrem selten und lässt sich nur erklären mit persönlichen Umständen. Also was weiß ich, wenn jemand irgendwie den Drucken hier nicht mehr gewachsen ist oder was Vergleichbares. Und dann geht es eben zwischen den Spitzenpositionen, und das ist das Besondere am französischen System, von einer Spitzenposition in einem Sektor in einen in einem anderen. Also wie beim Macron, Spitzenposition in der Verwaltung, danach Spitzenposition in der Wirtschaft, danach Spitzenposition in der Politik. Und wenn man sich im Augenblick das Kabinett anguckt, also mit Pénicaud gibt es jemand,
Die war vorher Personalchefin von Nestle und hat auch andere Spitzenpositionen in der Wirtschaft gehabt. Die ist jetzt eben Ministerin geworden. Das ist in Frankreich viel häufiger zu beobachten als in allen anderen Ländern, inklusive Japan. Es gibt kein Land, wo Elite-Mitglieder so häufig die Sektoren und so regelmäßig die Sektoren wechseln wie Frankreich. Und damit man sich das vorstellen kann, ich habe immer Erhebungen gemacht für die 100 wichtigsten Unternehmen und die PDG, also die Vorstandschefs der 100 wichtigsten Unternehmen, wobei PDG Vorstand und Aufsichtsratschefs in der Regel in einem ist. Von den 100 PDGs des Jahres 2015, also von den 100 wichtigsten, haben 42 Karrieren gemacht, die auch Spitzenpositionen außerhalb der Wirtschaft beinhalten. Jeder Dritte war in einem Grand Corps. Und nochmal ungefähr 10% waren in Stabseinrichtungen unterhalb der Ministerebene, das nennen sich Kabinett ministeriell. Das heißt, das sind Stäbe, die ein Minister als persönliche Berater hat. Hoch angesehene Verwaltungspositionen, sehr naher Zugang zur Politik. Macron hat auch so eine Position gehabt. Und wenn man sich all diese Institutionen anguckt, die sind nicht nur in der Struktur ganz klar, sondern es ist auch erkennbar, warum die ENA in der Hierarchie an der Spitze steht, was die Ausbildungsinstitutionen angeht. Wenn man sich die Grand Corps anschaut, Inspektion de Finance, Cour de Compte und ähnliches, dann kann man sehen, die ENA bis hin in diese Beraterstäbe der Minister, die ENA ist immer die Hochschule, die am stärksten vertreten ist. Selbst unter den Spitzenmanagern teilt sich die ENA den ersten Platz mit der École Polytechnique, obwohl die ENA eigentlich für Wirtschaft gar nicht prädestiniert ist. Da ist die École Polytechnique viel prädestinierter. Trotzdem ist die ENA auf gleicher Höhe. Und wenn man sich die anderen Sachen anguckt, ich sage jetzt nur zwei Beispiele. Wenn man sich die Beraterstäbe der Minister anguckt, die zwei wichtigsten Positionen sind die Direktoren und die stellvertretenden Direktoren. Ich habe das 2016 das letzte Mal gemacht. Jeder zweite von denen kam von der ENA. Und wenn man sich die zwei höchsten Gerichte anguckt, die gleichzeitig Grand Corps sind, das sind der nach deutschem Muster das oberste Finanzgericht und das oberste Verwaltungsgericht. Von den Präsidenten dieser beiden Gerichte kamen 90% von der ENA. Das heißt, wenn du auf der ENA deinen Abschluss gemacht hast, hast du berechtigte Aussichten, in eine dieser Top-Positionen zu kommen. Das ist das französische System in aller Kürze. Man sieht schon, also Sie kennen sich ja alle in Deutschland so halb mehr oder weniger gut aus, Sie sehen schon, was Vergleichbares gibt es hierzulande nicht. In Deutschland das System sieht so aus, man kommt in Spitzenpositionen nicht mehr rein, wenn man keinen Studienabschluss hat. Das sind verschwindende Minderheiten. Also wir haben das letzte Mal eine systematische Erhebung für alle deutschen Eliten gemacht, das war 2012. Es gab noch zwei Bereiche, wo unter den Spitzenvertretern Absolventen von Hochschulen keine eindeutige Mehrheit darstellten. Das war das Militär. Da war nur die Hälfte auf einer Bundeswehrhochschule oder einer anderen Hochschule. Und die Gewerkschaften. Aber selbst bei den Gewerkschaften waren das schon über 60%. Das sind zwei Institutionen, die früher überhaupt keine Hochschulabsolventen kannten. Also wenn Sie zurückgehen in die 70er Jahre, sowohl bei Gewerkschaften als auch beim Militär gab es in Spitzenpositionen keinen einzigen, der studiert hatte. Das hat sich gravierend geändert. In allen anderen Bereichen haben sie 90% plus. Also in den jüngeren Jahrgängen, ob das nur Wirtschaft ist, Politik oder was auch immer, haben sie immer Prozentsätze, 95%. Sie haben immer mal die eine oder andere Ausnahme. Aber ein Studienabschluss ist eine zwingende Voraussetzung. Aber im Vergleich zu Frankreich ist es nicht mehr als ein Grobfilter. Also selbst in den Jahrgängen, die jetzt in diesen Positionen sitzen, war ein Studienabschluss nicht so selten und so exklusiv, dass er automatisch schon die Wahrscheinlichkeit auf eine Eliteposition beinhaltete. Also wenn man in Deutschland auch bei einer angesehenen Uni wie Heidelberg oder München oder wie auch immer seinen Abschluss gemacht hatte, bedeutete das nicht mehr, als dass man zu dem Kreis zählte, der relativ breit war, der überhaupt in Frage kam.
Und wir haben für Wirtschaftsverträge, habe ich das letzte Mal gemacht, 2015, habe mir angeguckt, wo kommen die Vorstandsmitglieder der 100 größten Unternehmen, das sind über 500, von welchen Hochschulen kommen die? Und da kann man natürlich feststellen, dass Universitäten wie Köln, München, Hamburg, Karlsruhe, Aachen, dass die stärker vertreten sind als Kaiserslautern, Saarbrücken, Paderborn oder Osnabrück. Aber wenn man die Größe der Universitäten zum Zeitpunkt des Studiums nimmt, ist der Unterschied nicht sehr groß. Also die Top 10 Universitäten, alles Massenuniversitäten wie München und Köln oder Berlin, haben einen Anteil, der nicht mal doppelt so hoch ist wie der, den sie unter den Studierenden des jeweiligen Jahrgangs auch hat. Und wenn man die jeweiligen Fächer nehmen würde, denn Geisteswissenschaften fallen ja komplett raus und Ähnliches, wäre der Unterschied noch geringer. Und was dazu kommt, relativ junge Hochschulen, wie eben Paderborn oder Ähnliche, sind auch vertreten. Also das ist nicht so, dass die jetzt überhaupt keine Rolle spielen, sondern obwohl es die allererst am Anfang der 70er gibt, die meisten von denen, sind sie mit 3, 4, 2 oder 5 auch unter diesen Spitzenmanagern vertreten, während die privaten Hochschulen überhaupt keine Rolle spielen. Also ich habe viele Streitgespräche mit denen gehabt und habe immer gesagt, ja, ja, ihr seid noch nicht so lange auf dem Markt, ist klar, aber die EBS in Österreich-Winkel gibt es seit 71 und da ich aus Paderborn komme, weiß ich, die Uni in Paderborn gibt es genauso lange. Die Uni aus Paderborn hat unter den gut 500 Vorstandsmitgliedern 3 und Österreich-Winkel hat 1. Also gleiche Voraussetzungen und trotzdem ist eine Provinzhochschule erfolgreicher als ihr. Das widerspricht eurem Anspruch, ihr seid eine Elite-Galaspiele. Das ärgert die dann immer, aber das zeigt, dass es in Deutschland so etwas wie Elite-Hochschulen nicht gibt. Das wird sich mit der Exzellenzinitiative in den nächsten Jahrzehnten ändern, aber das ist ein Prozess, der dauert. Und französisches Niveau kann ich auch in 50 Jahren noch nicht entdecken. Wir werden uns so britischen, amerikanischen Verhältnissen annähern, aber das dauert auch. Das ist eine Grundvoraussetzung und danach gibt es in den unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen ganz verschiedene Karrierewege. Also in der Justiz hängt extrem viel davon ab, wie die Beurteilungen der Vorgesetzten ausfallen, wenn man von Stufe zu Stufe hochsteigt, mit Ausnahme des Bundesverfassungsgerichtes, was einen eigenen Rekrutierungsweg hat. Also da sind sehr viele Professoren von Universitäten oder auch Politiker. Es geht ja jetzt wieder darum, dass da jemand direkt aus der Politik hinwechselt. Das hat der ehemalige Ministerpräsident des Saarlands Müller ja auch schon gemacht. Das ist aber nur das Bundesverfassungsgericht, weil das Bundesverfassungsgericht die einzige Justizinstitution ist, die nicht eine Tradition bis ins Wilhelminische Kaiserreich hat. Die ist nach dem Zweiten Weltkrieg neu geschaffen worden, auf Druck der Alliierten. Und die Rekrutierung ist eine völlig andere. Ansonsten ist die Rekrutierung klassisch Amtsgericht, Landgericht, Oberlandesgericht. Und dann geht es an den Bundesgericht. Und dann kommst du bis zum Vorsitzenden Richter und irgendwann, wenn es ganz toll läuft, Vizepräsident oder Präsident. Das sind die üblichen Wege beim Bundesgerichtshof, Arbeitsgericht, Finanzhof und so weiter und so fort. Das ist für die Justiz. In der Wirtschaft gibt es den Aufstieg innerhalb von Unternehmen und zwischen Unternehmen. Also wir haben immer noch einen relativ hohen Anteil von Spitzenmanagern mit Hauskarrieren. Die haben das Unternehmen nie gewechselt. Das ist immer noch ein Anteil von über 40%. Wir haben dann Karrieren in Branchen, Autoindustrie ist das beste Beispiel, das ist noch ungefähr ein Drittel. Und dann gibt es Karrieren, die zwischen Branchen verlaufen, was es so gut wie nie gibt. In der Wirtschaft sind Leute, die von außerhalb kommen. Also Leute, die aus der Politik in die Wirtschaft gehen oder aus der Verwaltung oder aus der Justiz. Das, was es in Frankreich regelmäßig gibt, gibt es hier weder in der Justiz, aber das ist in Frankreich auch eher selten, noch gibt es das in der Wirtschaft, wo es in Frankreich, wie gesagt, über 40% betrifft. Dann haben wir in den großen Sektoren die Verwaltung. Die Verwaltung ist so ein Mittelding zwischen Politik, auf die ich noch komme, und Justiz. Also da gilt es sowohl bei den Vorgesetzten einen guten Eindruck zu hinterlassen, als auch von der Politik gewählt zu werden, weil ja viele politische Beamte letztendlich von den jeweiligen Regierungsparteien in ihr Amt befördert werden. Und die Politik ist traditionell der Bereich, der am offensten ist. Das heißt, da kommen Karrierewege aus der Breite der Gesellschaft traditionell, was damit zu tun hat, dass wir in Deutschland
lange, lange Jahrzehnte sehr große Volksparteien hatten. Also wir haben immer noch Parteien, also wenn man die SPD jetzt sich anguckt, die Mitgliederzahl hat sich halbiert, aber es ist immer noch fast eine halbe Million, das ist bei der CDU dasselbe. Wenn Sie sich Frankreich angucken, da haben Sie Parteien traditionell, da sind 100.000 schon viel. Also Armand sagt zwar, Sie hätten 400.000, aber jeder Frankreich-Kenner macht da drei oder vier Fragezeichen hinter, weil Parteimitgliedschaft in Deutschland und in Frankreich ist da nicht dasselbe, wenn die so ihre Mitglieder zählen. Aber traditionell die konservativen Parteien oder die Sozialisten hatten 100, 120.000, mal auch 80.000, mal 140.000, überhaupt nicht vergleichbar. Und in Deutschland laufen über die Parteien diese Karrieren. Da geht es dann eben auch auf der lokalen Ebene, über die regionale, Sie kennen das ja aus dem Saarland auch, hier ist das ja alles in sehr kleinem Rahmen gebündelt bis auf die Landesebene, aber das gilt auch in großen Bundesländern. Das heißt, da gibt es Karrieren und auch diese Karrieren sind relativ geschlossen. Also, dass ein Politiker in die Justiz geht, gibt es nur beim Bundesverfassungsgericht in der Regel und auch das eher selten. Dass Politiker in die Verwaltung gehen, gibt es schon häufiger hin und her, aber auch als Ausnahmen eher. Politiker in die Wirtschaft, in der Regel nur in die Aufsichtsräte. Bei öffentlichen Unternehmen, klar, da ist es qua Eigentümerstatus so gegeben, aber auch ansonsten gibt es das schon mal häufiger. In wirkliche Managementpositionen, das ist eher selten. Sodass man sagen kann, in Deutschland gibt es weder ein pyramidales System, noch gibt es Wechsel zwischen den Sektoren, sondern die Sektoren haben ihre eigenen Karrierewege, die mehr oder minder geschlossen sind. Grundvoraussetzung für alle diese Sektoren ist ein Studienabschluss, aber es gibt keine expliziten Elitehochschulen und es gibt auch keine Königswege. Man kann anders als in Frankreich nicht sagen, wenn du die Schule, die Hochschule und die Institution besucht hast, dann ist dir die Eliteposition fast sicher. So etwas gibt es in Deutschland nicht, sondern in Deutschland ist das viel unübersichtlicher. Das nährt die Vorstellung, natürlich hier kann es jeder schaffen. Und jetzt komme ich im zweiten Teil darauf zu sprechen, wie wirkt sich das eigentlich aus? Also man würde vermuten, wenn man sich diese beiden Systeme anschaut, dass das französische System auch, was die soziale Auswahl angeht, extrem exklusiv ausfällt und das deutsche sehr viel offener ist. Ich nehme jetzt die zwei wichtigsten Bereiche und sage, wo es zumindest lange gestimmt hat und wo es nie gestimmt hat und bis heute nicht stimmt. Nie gestimmt hat es in der Wirtschaft. Ich habe das schon gesagt, in Frankreich stammen 90% der Spitzenmanager aus den oberen 4% der Bevölkerung, das was ich als Großbürgertum und Bürgertum bezeichne. In Deutschland sind es 80%. Durchgängig. Ich habe es jetzt in diesem Jahr erst wieder im Sommer gemacht, immer wenn die FAZ ihre Liste der 100 größten Unternehmen veröffentlicht. Ich habe es diesmal, sonst mache ich es immer 95, 2005, 2015 und ich habe es für 1970 gemacht. Aber es gab im Frühjahr ein Buch von zwei FAZ-Redakteuren, die der Meinung waren, ich läge völlig falsch mit meinen Analysen. Jeder könnte es schaffen und dann haben sie viele so Einzelbeispiele präsentiert. Da habe ich gesagt, ja, Einzelbeispiele kann ich auch präsentieren. Das ist nicht der Punkt. Ich mache das immer systematisch und habe mir dann die 100 größten Unternehmen wieder angeguckt. Das ist dasselbe wie immer. Bei den Vorstandschefs sind es 78,9% und bei den Aufsichtsratschefs 85,2% aus den oberen 4% der Bevölkerung. Da tut sich seit einem halben Jahrhundert nichts. Das schwankt mal 2, mal 3% mehr weniger. Das heißt, das ist exklusiv, obwohl es dieses pyramidale System nicht gibt. Es muss also andere Mechanismen geben. Die Mechanismen sind schlicht und einfach das System der Kooptation. Ein Unternehmen sucht ein extrem kleiner Kreis von Personen aus, ob jemand dazu passt oder nicht. Ich mache das an zwei Beispielen deutlich. Das eine Beispiel ist ein Medienunternehmen, die Holzbrinck-Gruppe. Holzbrinck hatte einen Chefredakteur, Gabor Steingart, einen der einflussreichsten und bekanntesten deutschen Journalisten, den hat er im Frühjahr rausgeschmissen. Diese Entscheidung hat er allein getroffen, denn ihm gehört das Unternehmen. Da musste er keinen fragen, da wurde nicht drüber abgestimmt, er hat gesagt, ich will nicht mehr, dann war es das. Das ist in Unternehmen der Fall, wo es einen einzigen Besitzer gibt, also bei Burda zum Beispiel früher. Oder es gibt solche Unternehmen halt, viele große Familienunternehmen, auch Milliardenunternehmen sind so strukturiert und es gibt dann die DAX-Konzerne, wo es entweder großen Einfluss einzelner Familien gibt, also Quant bei BMW oder Buick und Porsche bei VW, an denen auch nichts vorbeigeht, wo aber das System insgesamt eher so läuft, da ist dann ein Aufsichtsratschef und ein Vorstandschef und
Das sind die zwei entscheidenden Personen, die dann sagen, ob jemand passt oder nicht. Und die anderen Vorstandsmitglieder müssen auch gucken, ob sie mit dem klarkommen. Und da siegt immer das Prinzip der Ähnlichkeit. Deswegen ist das so stabil. Deswegen finden Sie da nicht nur kaum soziale Aufsteiger, immer dieses Fünftel. Sie finden auch keine Frauen. Und Sie finden keine kleinen Männer. Dass Sie keine Frauen finden, das sieht man ja statistisch, aber wenn Sie da mal durchgehen, und ich bin ja immer mal wieder bei solchen Anlässen, dann, ich bin 1,89 und dann sage ich, so unter 1,85 bei den Jüngeren, das war gar nicht, früher war 1,80 so die Messlatte. Das heißt, ein Spitzenmanager mit 1,70 ist genauso selten wie eine Frau, weil er nicht dem entspricht, was da immer schon sitzt. Da sitzen immer große Männer mit dem kräftigen Händedruck, dem raumfüllenden Auftreten und was es da alles so an Sachen gibt. Also es gibt ja viele so Kriterien, manche packt man sich am Kopf, aber sie wirken einfach. Und deswegen funktioniert das freiwillig mit den Frauen auch nicht, weil für Frauen gibt es die Maßstäbe nicht, deswegen sind Frauen ein Risiko bei einer Besetzung. Man nimmt das, was man kennt, den großen Mann. In der Regel den großen deutschen Mann, Ausländer sind auch nicht so häufig, aber zum Beispiel Schweizer und Österreicher und Dänen oder Niederländer, das ist ja so ähnlich. Wenn dann schon Ausländer, dann sind das zu zwei Drittel Ausländer aus diesen vier Ländern. Das heißt, man hat was Vertrautes. Das wirkt extrem sozial selektiv, deswegen ist die deutsche Wirtschaftselite fast genauso geschlossen wie die französische. Ich komme gleich nochmal auf das französische Elitesystem zurück, weil das nach vergleichbaren Prinzipien arbeitet. Das Gegenbeispiel war lange die Politik. Ich habe mir heute extra nochmal angeguckt, das Kabinett Philippe, wie es jetzt da ist, und das Kabinett, von dem ich am ehesten erwartet hätte, dass es sozial offener war, das waren die ersten zwei Moa-Kabinette unter Mitterrand, nach dem Wahlsieg von Mitterrand Anfang der 80er, also zwischen 81 und 84. Und siehe da, es gibt so gut wie keinen Unterschied. Zwei Drittel Bürger- und Großbürgerkinder, auch unter Moa, selbst als die KP mit in der Regierung war. Das ist in Frankreich in der Politik eine Folge der Tatsache, dass die Spitzenpolitiker eben auch diese Elitewege gegangen sind. Die kommen eben auch von der ENA oder vor allem von der Sciences Po. Das heißt, die soziale Selektivität der Bildungsinstitutionen wirkt sich in Frankreich in der Politik direkt aus und in Deutschland gibt es das nicht. Deswegen war in Deutschland die Zusammensetzung der politischen Elite lange, lange Jahrzehnte genau umgekehrt. Zwei Drittel stammten aus der breiten Bevölkerung, nur ein Drittel aus Bürger- und Großbürgern. Das hat sich im letzten Jahrzehnt in Deutschland dem französischen Verhältnis komplett angeglichen. 2009 in der GroKo, wo zu Gutenberg drin war, hatten wir auf einmal auch zwei Drittel Bürger- und Großbürgerkinder. Im Augenblick ist es gut die Hälfte noch, aber es ist ein Bruch mit der Tradition zwischen 1949 und 1999. Da hatten wir ein halbes Jahrhundert in Deutschland in der Politik wirklich eine andere Zusammensetzung. Das hatte mit den großen Volksparteien zu tun und es hatte was mit dem Fehlen von Eliteinstitutionen zu tun und dem vergleichsweise noch geringen Akademisierungsgrad in der politischen Elite. Ich will noch mal kurz auf Frankreich eingehen, weil das, was ich am Beispiel der deutschen Wirtschaft beschrieben habe, spielt natürlich auch eine große Rolle dafür, dass die Elite-Bildungsinstitutionen in Frankreich so exklusiv sind. Ich war hier ja schon mehrfach und das Beispiel ist dann immer dasselbe, weil solche Beispiele kann man leider nicht erfinden. Ich könnte jetzt auch Bourdieu zitieren oder so, ich nehme dann immer dieses Beispiel, weil es zu schön plastisch ist. Das hat mir der langjährige Generalsekretär der Studienstiftung des Deutschen Volkes vor etlichen Jahren beim Vortrag, den ich bei Ihnen in Bonn gehalten habe, erzählt. Er war selber auf der ENA als einer der wenigen Ausländer und hat so ein typisches Beispiel, wie so eine mündliche Prüfung bei der ENA verläuft. Das sind ja einzelne Auswahlgespräche und die Prüflinge sind dann gefragt worden, wie tief ist die Donau in Wien? Und das weiß natürlich keiner. Ich sage das immer, wenn ich in Wien bin, dann bin ich regelmäßig, das weiß auch in Wien keiner. Das ist auch gar nicht entscheidend. Entscheidend ist, wie du mit so einer Frage umgehst. Und der brillanteste Absolvent in dem Jahrgang hat gedacht, der Vater war natürlich auf der ENA, ein hoher Beamter, der kannte das ganze System, der hat gesagt, okay Freunde, ich weiß, was ihr wollt, jetzt zeige ich euch meine Hacke. Er hat dann gesagt, über welcher Brücke meinen Sie? Damit war klar, ich weiß, auf was es euch ankommt, ihr wollt wissen, ob ich schlagfertig bin, ob mir unter so einer Drucksituation alles auf Grundeis geht oder ob ich sage, oh, Freunde, nur die Ruhe. Und jetzt seid ihr in derselben Situation wie ich. Jetzt müsst ihr nämlich damit umgehen. Ich habe sozusagen das ganze Spiel umgedreht
Und das war natürlich aus Sicht der Prüfer brillant. Genau solche Leute wollen sie haben. Und wenn man sich Macron anguckt, könnte ich mir vorstellen, Macron ist so jemand, der solche Antworten auch geben würde. Das sind Leute mit einem ungeheuren Selbstbewusstsein. Und die gehen ganz locker und lässig mit solchen Prüfungssituationen um. Wenn ich mir vorstelle, es würde ein Arbeiterkind oder ein normales Angestelltenkind schaffen in die Aufnahmeprüfung der ENA. Das ist die Chance des Lebens. Und dann kommt so eine Frage, der wird sich das Hirn zermatern, wie viel Meter sage ich jetzt. Dabei geht es gar nicht darum. Die wollen, er wäre der Typus fleißig. Und fleißig ist eine abwertende Charakterisierung. Der andere ist der Typus brillant. Und brillant ist was mit Herkunft zu tun hat. Fleißig kann jeder, brillant kann eben nicht jeder. Und deswegen ist die ENA so selektiv. Und es gibt leider nur eine repräsentative Untersuchung über die französischen Elite-Hochschulen inklusive der École Normale Supérieure. Das ist schon 20 Jahre alt, danach hat es keine mehr gegeben. Das Ergebnis war, aus den unteren 90% der Bevölkerung stammten damals ganze 7,9% der Studierenden. Das heißt, die unteren 90% sind de facto nicht vertreten, mit wenigen Ausnahmen. Und wenn da mal ein Arbeiterkind die Aufnahmeprüfung besteht, das wird dann immer in Artikeln groß herausgestellt. Ein Arbeiterkind und drei Bauernkinder, Polytechnik und ähnliches, aber von 400 sind das dann 4. Das bedeutet, es gibt Ähnlichkeiten zwischen den Rekrutierungsprinzipien in der deutschen Wirtschaft und an diesen Elitehochschulen, nur dass die in Frankreich sehr viel früher schon im Bildungssystem ansetzen. Aber diese personenbezogenen Auswahlmechanismen wirken immer sozial selektiv. Und deswegen ist die deutsche Wirtschaftselite so nah an der französischen. Und deswegen ist die politische Elite lange ganz anders gewesen, bis sich die deutschen Volksparteien deutlich verändert haben. Also die Akademisierung der SPD ist nur ein Beispiel. Die haben inzwischen nahezu 40% Akademiker in der Mitgliedschaft wohlgemerkt. Unter den Bundestagsabgeordneten bewegt sich der Prozentsatz bei über 90. Das ist einfach eine Veränderung der sozialen Basis. Arbeiteranteil ist 16% und ich glaube, von den 16% sind 90% älter als 60. Das ist die alte Generation der SPD, da wächst nichts mehr nach. Deswegen eine Annäherung auch da, die Systeme bleiben unterschiedlich. Und jetzt komme ich zu dem, ich habe ja nicht mehr so viele Minuten, zu dem Teil, der daran politisch brisant ist. Das neue Buch, was ich geschrieben habe, hat eine Kernthese. Die Kernthese lautet: Der Aufstieg des Rechtspopulismus rührt aus der neoliberalen Politik der letzten Jahrzehnte und die wiederum ist aufs Engste verbunden mit der sozialen Exklusivität der Eliten und in Deutschland mit der massiven Schließung der politischen Elite. Also was ich schon gesagt habe, zwischen 1999 und 2009 hat sich das komplett gedreht. Von 2/3 aus der breiten Bevölkerung auf 2/3 aus den oberen 4%. Und in diesen 10 Jahren ist alles beschlossen worden, was wichtig ist. Also Agenda 2010, sämtliche steuerpolitischen Beschlüsse, das sind zur Erbschaftssteuer, das ist alles bis 2009 gemacht worden. Seitdem, selbst unter Schwarz-Gelb, hat es nichts mehr gegeben, was relevant war für diese Umverteilung von unten nach oben, sondern man hat das einfach nur noch fortgesetzt. Wenn man mit diesen Thesen arbeitet, muss man natürlich erklären, warum Frankreich mit seinem extrem geschlossenen Elitesystem, alle Eliten sind deutlich exklusiver als in Deutschland, also immer so um 10 Prozentpunkte. Die politische Elite ist im Augenblick auch wieder so gut 10 Prozentpunkte vor der Deutschen, was soziale Exklusivität angeht. Warum in Frankreich trotzdem die Einkommens- und Vermögensunterschiede jetzt, das ist in den 90ern noch anders gewesen oder in den 80ern, warum die jetzt größer sind als hierzulande. Und da komme ich wieder auf das zurück, was man jetzt beobachten kann. Wir haben in Frankreich seit langen Jahrzehnten dieses sehr geschlossene, pyramidale Elitebildungssystem. Und die französischen Eliteangehörigen sind weltweit auch die einzigen, die da keinen Sinn draus machen. Also wenn man forscht, ist Frankreich ein Traum. Ich gucke in Who's Who en France und für 90% der Spitzenleute finde ich da alle Angaben, wo sie studiert haben, was die Väter waren, was die Mütter waren. Bei manchen steht noch dabei, dass der Schwiegersohn auch auf der ENA war und so weiter. Also richtig, die sind stolz, das ist wie so ein Adelsbuch. In Deutschland gibt es den Gotha und die geben das alles an. Wenn du in Deutschland ins Who's Who guckst oder ins Wer ist Wer oder in Großbritannien oder in den USA, findest du zur sozialen Herkunft in der Regel nichts.
Das sind alles Leute, die sagen, eigene Leistung. Die Franzosen sagen, klar, eigene Leistung, du musst ja diese Prüfung bestehen, das ist auch nicht so einfach, das kannst du dir nicht erkaufen. Da gibt es einen Unterschied zum Beispiel zu amerikanischen Elite-Universitäten, da kannst du dir das eine oder andere schon erkaufen. Das kannst du an der ENA nicht. Du musst die Prüfung bestehen oder nicht. Das heißt, du kannst nicht irgendwie als mittelmäßig Begabter wie Bush Junior nach Yale kommen. Das würde Bush Junior an der ENA nicht schaffen. Auch wenn sein Vater Präsident gewesen wäre, da muss er das schon selber ein Stück weit bringen. Du musst diese Voraussetzungen erfüllen, trotzdem ist es sozial genauso selektiv. Das heißt, wir haben im französischen System diese Leistungskomponente, aber immer vorrangig soziale Herkunft, weil das entscheidend ist. Wir haben, was die sozialen Unterschiede angeht, das Selbstbewusstsein der Elite zu sagen, jawohl, wir sind die Besten, wir sind der Adel, Bourdieu hat das Buch nicht umsonst der Staatsadel genannt, wir sind in jeder Hinsicht berechtigt, diese Positionen zu bekleiden und deswegen geben wir das auch offen an. Auf der anderen Seite hast du eine Bevölkerungsmehrheit, die das sieht, weil es ja offenkundig ist, die das ganze System kennt, das ist überhaupt nicht verschleiert. Da kannst du gar nicht erst die Vorstellung haben, jeder kann es irgendwie schaffen. Diese Bevölkerung hat aber deswegen und aufgrund einer französischen Tradition, es gibt ja die berühmte französische Tradition, die Franzosen machen Revolutionen, die gelingen und die Deutschen machen Revolutionen, die scheitern. Also vor 100 Jahren war ja so ein Beispiel. Die Franzosen haben nicht nur 1789, die haben 1848, die haben selbst da, wo sie gescheitert sind, bei der Pariser Kommune, das Ganze irgendwie doch in positiver Erinnerung, weil es doch republikanisch dann weitergegangen ist und nicht irgendwie mit der Monarchie und Ähnlichem. Sie haben da die Resistance, das heißt, sie haben dann den Pariser Mai gehabt, sie haben 95 den Ministerpräsidenten weggestreikt und was im Augenblick auf den Straßen passiert, ist alles eine Ebene drunter, auch in Frankreich verändern sich die Verhältnisse, es ist nicht mehr so wie in den 90ern, ich war 95 in Paris als Deutscher, wenn du links warst, hast du dich gefreut und gestrahlt, wie die Leute da nicht nur wie sie demonstriert haben, wie vielen Leuten, sondern wie solche Demos auch waren. Das hat Spaß gemacht. Das war nicht so irgendwie, da ging es dir hin, sondern da war richtig mit Blechtrommeln und so, da war richtig was los. Das ist auch in Frankreich nicht mehr so. Die Gewerkschaften, das hat man beim Eisenbahnerkonflikt gesehen, sind nicht mehr so stark. Was geblieben ist, ist dieses Gefühl, hin und wieder muss die Bevölkerung denen da oben mal zeigen, so geht's nicht. Wenn die es da oben völlig übertreiben, und das ist jetzt im Augenblick bei Macron eindeutig der Fall, ist der unpopulärste Präsident seit Gedenken, dann geht man eben auf die Straße. Das heißt, es gibt so etwas wie ein Korrektiv. Und dieses Korrektiv hat bislang dafür gesorgt, dass diese sehr geschlossene Elite zwar geschlossen bleiben durfte, aber wenn sie ihre Privilegien, die sie eindeutig hat, überstrapaziert hat, dann gab es Ärger. Und dann mussten sie eben sehen, dass sie ein bisschen zurückruderten. In Deutschland ist das alles nicht so geschlossen. Dementsprechend ist diese Gegenüberstellung Elite-Bevölkerung auch nicht so eindeutig. Man redet auch weniger von der Elite. Wenn dieser Begriff einen Sinn macht, dann am ehesten in Frankreich, weil es da zwar verschiedene Eliten gibt, aber die wechseln die Sektoren und die sind sehr homogen durch dieses pyramidale System. In Deutschland gibt es verschiedene Eliten, die den zumindest den Anschein erwecken, es kann jeder schaffen. Also wie gesagt, das Buch, was im Frühjahr erschienen ist, ich weiß gar nicht, der Elitenreport hieß das. Da kann man das nachlesen. Wir haben dann ganz viele Beispiele, zum Beispiel Deutsche Bank, wie es ganz einfache Menschen auch schaffen können, an die Spitze von Institutionen zu kommen. Du findest diese Beispiele, die du in Frankreich viel seltener findest, aber es sind eben die Ausnahmen. Dafür, was du in Deutschland was nicht, was du in Frankreich hast, du hast keine Bevölkerung, die sagt, ja, okay, wir wissen, wie ihr da oben seid, das kann man ja sehen. Und wenn ihr es dann übertreibt, dann sagen wir, stopp. Und dafür gehen wir auf die Straße. Das ist in Deutschland was, was es nur sehr selten gibt. Das heißt, dieses Korrektiv, was in Frankreich existiert, gibt es in Deutschland nicht. Und dementsprechend sind all diese neoliberalen Reformen in Deutschland auch viel schneller und rigoroser durchgesetzt worden, weil genau dieser Widerstand nicht stattgefunden hat. Die Gewerkschaften sind über die SPD eingebunden gewesen in den entscheidenden Jahren, Anfang des letzten Jahrzehnts, haben auch nichts gemacht.
Das wäre in Frankreich auch viel schwerer gewesen, die Gewerkschaften einzubinden, weil die politisch sehr unterschiedlich sind. Und vor allem der Druck der Straße. Also Juppé hat in den 90ern ja versucht, in Frankreich auch sowas durchzusetzen. Und es ist gescheitert, weil schlicht und einfach die Leute, also es ist so lange gestreikt worden und so lange demonstriert worden, bis die Regierung zurückgetreten ist. Sowas ist in Deutschland bislang unvorstellbar, sodass man, wenn man es jetzt in der Gesamtsicht sieht, sagen muss, wir haben in Frankreich das explosivste und elitärste Elitenbildungssystem aller Industrieländer. Wir haben gleichzeitig von allen Industrieländern, aber die Bevölkerung immer noch, die am ehesten bereit ist, dagegen auf die Straße zu gehen. Wir haben in Deutschland ein viel offeneres Elitebildungssystem, was sich aber schließt in den letzten 20 Jahren, vor allem in der Politik. Wir haben aber eine vergleichsweise geringe Bereitschaft, größerer Teile der Bevölkerung ernsthaft Widerstand zu leisten, sondern man verlässt sich irgendwie dann doch darauf, dass es im Rahmen der üblichen Institutionen noch geht, weil die ja auch den Eindruck erwecken, in vielerlei Hinsicht, dass in diesen Institutionen es jeder irgendwie schaffen kann, diese berühmte deutsche Mittelschichtsgesellschaft. Und von daher hoffe ich, dass man in Deutschland vielleicht ein bisschen in die französische Richtung geht, aber nicht, was das Elite-Bildungssystem angeht. Und leider sieht es so aus, wenn ich mir die Hochschullandschaft angucke, dass es, wenn sich in Deutschland was verändert, in dem Bereich eher, wenn auch nur in der Tendenz Richtung Frankreich geht, und dass das andere mit den Protesten auf der Straße wohl noch ein bisschen auf sich warten lässt, obwohl ich meinen Optimismus ja nicht aufgebe.